Aquinas Lecture 2018, die feierliche Eröffnung unseres Innsbruck Center for Philosophy of Religion. Dazu eine mit Spannung erwartete Disputatio im alten Stil mit Ansgar Beckermann und Holm Tetens über die gute Religion. Ansgar Beckermann und Holm Tetens, es ist eine große Freude, dass wir sie gewinnen konnten. Zwei Fixsterne erster Größe am deutschsprachigen Philosophinnen- und Philosophenhimmel. Im Namen des Institutum Philosophicum Oenipontanum und des Instituts für christliche Philosophie heiße ich Sie alle ganz herzlich willkommen. Eine besondere Freude ist es, unseren Diözesanbischof Hermann Klettler bei uns begrüßen zu dürfen. Lang schon als Theologe und Künstler bekannt, wieder bald, so habe ich auch gehört, auch als Philosoph honoris causa gelten können. Schön, dass Sie bei uns sind. Ich begrüße auch den Stellvertreter unseres Magnus Kanzellarius, Pater Markus Inama in unserer Runde. Wo ist er denn? Markus, bravo! Und ganz herzlich Frau Vizerektorin Ulrike Danzer. Wir freuen uns, dass Sie das Rektorat auch unserer Universität bei uns vertreten. Rektoren, Vizerektoren, Altrektoren sind bei uns. Dekane, Honoratioren aus Gesellschaft, Kirche, der Abt aus Wilten. Vielen herzlichen Dank, dass Sie da sind, Raimund Schreier. Der Abt aus Wilten und zahlreiche Honoratioren, wie gesagt, aus Kirche, wie Gesellschaft und Wissenschaft. Dazu zahlreiche Studierende und Absolventinnen. Schön, dass Sie da sind und damit auch die Verbundenheit mit unserer Institution zum Ausdruck bringen. Damit soll es aber auch gleich zur Sache gehen. Wir haben heute ja noch einiges vor und ich darf Sie, verehrte Frau Vizerektorin, beginnen und ans Rednerpult zu kommen. Sehr geehrter Herr Bischof, sehr geehrter Herr Abt, hohe Geistlichkeit, sehr geehrter Herr Dekan, Herr Institutsleiter, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Studierende, sehr geehrte Damen und Herren. Ich freue mich, Sie hier im Namen des Rektorats sehr herzlich begrüßen zu dürfen. Es ist eine Freude, an diesem Anlass hier zu sein und ich begrüße auch ganz besonders die beiden Vortragenden des heutigen Abends. Im Jahr 2010 hat der Deutsche Wissenschaftsrat, der in Fragen von Wissenschaftspolitik die Bundes- und Länderregierungen berät, Empfehlungen zur Weiterentwicklung von Theologien und religionsspezifischen Wissenschaften an deutschen Hochschulen veröffentlicht. Ich nehme an, diese Empfehlungen sind für Sie alle hier kein Geheimpapier. Aber der Blick lohnt, denn hier wird mit großer Sachkenntnis und Sensibilität von einer staatlichen Einrichtung das Potenzial der Theologie im Geflecht von Universität, Gesellschaft und Kirchen ausgelotet. Zum einen wird die besondere Stellung der Theologie betont, zum anderen der Blick auf Gemeinsamkeiten mit den Geistes-, Kultur- und Sozialwissenschaften sowie mit Rechtswissenschaften und Philosophie gerichtet. Ich kann hier nur einige Punkte herausgreifen. Erstens, das Gremium plädiert dafür, dass der zentrale Ort der Theologie die staatliche Hochschule sein soll. Zweitens, Theologie muss gerade angesichts der rückläufigen, Zitat, Bedeutung der Kirchen als Resonanzraum für theologische Forschung, Zitat Ende, für Ausstrahlungskraft sorgen. Es muss also nach Partnern gesucht werden, in denen die Theologie jenseits der Universität auf Resonanz stößt. Und drittens, die Fakultäten selbst sollten mehr als Ort vernetzter Forschung gestaltet werden. Das Stichwort in diesem Papier heißt Verbundforschung, und zwar intra- wie interdisziplinär.
Mit der Einrichtung des neuen Forschungszentrums für Religionsphilosophie verfolgt die Katholisch-Theologische Fakultät und hier insbesondere das Institut für christliche Philosophie genau diesen Weg. Dieses Institut ist in der Forschung international ausgewiesen, eine führende Adresse. Sie wissen, in den Bereichen Sprachphilosophie, Ontologie, Metaphysik, philosophische Gotteslehre, Erkenntnistheorie und Philosophie des Mittelalters sind hier bedeutende inhaltlich-philosophische Schwerpunkte gesetzt. Und daneben gibt es auch weitere Kolleginnen und Kollegen, die Religionsphilosophie als Querschnittsschwerpunktmaterie neben den philosophieimmanenten Schwerpunkten betreuen. Und ich kann nur betonen, dass es immer angenehm ist, mit dem Institut für christliche Philosophie zu kooperieren, zum Beispiel auch über die Wittgenstein-Gastprofessur. Rektorat, Senat und Universitätsrat der Leopold-Franzens-Universität Innsbruck begrüßen die Einrichtung des neuen Forschungszentrums, das religionsphilosophische Kompetenzen bündelt und damit dieses wichtige Forschungsparadigma einer inner- und außeruniversitären Öffentlichkeit gegenüber sichtbarer macht. Zu unterstreichen ist in diesem Zusammenhang die erfreuliche Offenheit des Instituts für die Zusammenarbeit mit anderen religionsphilosophisch arbeitenden Kolleginnen und Kollegen. Das Forschungszentrum bietet die geeignete Plattform, um internationale Kontakte weiter zu stärken, den wissenschaftlichen Austausch zu fördern und um Innsbruck als eine Art, zitiere jetzt, europäisches Gravitationszentrum für Religionsphilosophie zu etablieren. Das Zitat stammt von unserem Herrn Rektor, also das ist jetzt sozusagen die Vorlage für Sie. Ja. Mit den beiden renommierten Gastvortragenden ist damit ein eindrucksvolles Zeichen gesetzt. Der Erfurter Liturgiewissenschaftler Benedikt Kranemann, Mitglied der Deutschen Forschungsgemeinschaft und Berater verschiedener Kommissionen der Deutschen Bischofskonferenz, hat in einem Vortrag kürzlich die Herausforderungen der Theologie in Gesellschaft, Universität und Theologie skizziert. Darin formulierte er drei Zukunftsaufgaben, die ich Ihnen schlaglichtartig nennen möchte. Theologie gehört von ihrem Selbstverständnis her in die Öffentlichkeit. Die Ausdifferenzierung der Theologie ist mit Blick auf die Herausforderungen der Gegenwart von Gewicht. Und die Sorge um den wissenschaftlichen Nachwuchs ist von zentraler Bedeutung. Das Forschungszentrum könnte und sollte die Möglichkeiten bieten, sich diesen Zukunftsaufgaben entsprechend zu stellen. Ich wünsche Ihnen allen im Namen des Rektorats alles Gute für Ihre zukünftige Arbeit, inspirierende Diskussionen und wichtige Impulse für Ihre Forschungsarbeit, aber auch für die Universität, für die Kirche und für die Gesellschaft. Alles Gute. Sehr geehrte Frau Vizerektorin, sehr geehrter Herr Bischof, sehr geehrte Damen und Herren, mit dem Center for Philosophy of Religion bekommt die Fakultät neben den bereits bestehenden Forschungszentren Religion, Gewalt, Weltordnung, Kommunikation und dem Forschungszentrum Synagoge und Kirchen nun ein drittes Forschungszentrum, das sich wissenschaftlich mit dem Phänomen Religion auseinandersetzt. Die Fakultät und vor allem auch das Institut für christliche Philosophie leisten damit meiner Meinung nach auch einen Beitrag zur Überwindung eines gegenwärtig leider um sich greifenden religiösen Analphabetismus. Immer mehr Menschen leben in zwei Welten. Da ist einerseits die öffentliche Welt unserer Sprache, unserer Institutionen, die Welt von Vernunft und Wissenschaft. Und da ist andererseits die private Gefühlswelt, in der dann auch Religion und anderes scheinbar Irrationales Platz hat. Die Folgen dieses Zwei-Welten-Dualismus sind zum Teil leider verheerend.
Auf der einen Seite werden religiöse Symbole, religiöse Rituale, religiöse Institutionen zunehmend als störend empfunden und aus dem öffentlichen Raum entfernt. Dieser Trend zu einer fortschreitenden Säkularisierung im öffentlichen Raum führt aber auf der anderen Seite gerade nicht dazu, dass Religion verschwindet. Im Gegenteil. Das Religiöse wird dann seinen Ort finden im privaten Gefühlsleben und in verschworenen Zirkeln. Es manifestiert sich dann in einer eher harmlosen Ausprägung, in frömmlerischer Gefühlsduselei und in einer gefährlichen Variante auch im religiösen Fundamentalismus. Wenn die Fakultät sich nun in einem dritten, von der Universität anerkannten Forschungszentrum der wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit dem Phänomen Religion widmet, wendet sie sich gegen derartige Tendenzen. Sie geht davon aus, dass es gut ist, wenn sich Religion im öffentlichen Raum befindet. Dieser öffentliche Raum besteht aber nicht nur aus Gebäuden, Institutionen, religiösen Symbolen, sondern er besteht vor allem auch in der Fähigkeit, dasjenige, wovon man religiös überzeugt ist, sprachlich oder in der Kunst auszudrücken. Aber vor allem darin, es in den öffentlichen Diskurs von Vernunft und Wissenschaft einzubringen. Nur eine Religion, die sich der kritischen Reflexion aussetzt, ist gefeit vor Absolutierungen und vor religiösen Kurzschlüssen. So muss sich ein gläubiger Mensch heute schon die Frage stellen, wie der Schöpfungsglaube mit der Evolutionstheorie vereinbar ist oder wie der Glaube an ein Weiterleben nach dem Tod sich zu den aktuellen Erkenntnissen der Naturwissenschaft verhält. Das neu gegründete Center wird sich genau solchen und anderen Fragestellungen widmen. Für die katholisch-theologische Fakultät möchte ich mich in diesem Zusammenhang vor allem beim Rektorat der Leopold-Franzens-Universität für die Ermöglichung eines solchen Centers bedanken, aber auch für die Ermöglichung des Doktoratskollegs, das dazu gehört. Dank gebührt aber auch der Peter-Kaiser-Stiftung in Liechtenstein für die Stiftungsprofessur, die jetzt Kollege Tapp innehat, und auch der Sir John Templeton Foundation, die es uns mit ermöglicht hat, einen Schwerpunkt im Bereich von Philosophy of Religion aufzubauen. Ein ganz besonderer Dank gebührt natürlich den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Instituts für christliche Philosophie, die durch ihre exzellenten Forschungsleistungen auf diesem Gebiet zur internationalen Sichtbarkeit des Schwerpunkts beitragen. Zu guter Letzt möchte ich dem Leiter des Centers, dem Kollegen Christian Tapp, für die Aufbauarbeit, die er bisher schon absolviert hat, ganz herzlich danken und ihm und dem Center alles Gute für eine zukünftige erfolgreiche Arbeit wünschen. Vielen Dank. Sehr geehrte Frau Vizerektorin, sehr geehrte Damen und Herren, Lehrende, Forschende und Studierende an der Fakultät und an der Universität und auch Gäste, die vom Ausland gekommen sind, alle herzlich willkommen. Als neuer Bischof der Diözese Innsbruck gratuliere ich ganz herzlich für die Eröffnung eines weiteren Forschungszentrums in unserer Theologischen Fakultät. Für die hier Versammelten ist die Bedeutung der Philosophie für die katholische Theologie und für die Mission der Kirche im je spezifischen soziokulturellen Kontext selbstverständlich. Es erübrigt sich an diesem Ort darauf hinzuweisen, dass es keinen reifen, weltbewussten und kommunikationsbereiten Glauben ohne die permanente Mühe des kritischen Denkens geben kann. Dazu gehört nicht nur eine Grundkenntnis der wichtigsten philosophischen Denktraditionen,
sondern selbstverständlich auch die Auseinandersetzung mit der Religionskritik, vornehmlich seit der Zeit der Aufklärung und die Befähigung zur Standortbestimmung von Theologie in der Auseinandersetzung mit der klassischen Moderne. Durch ein qualifiziertes Philosophiestudium wird eine Basis gelegt, die für die Kernfächer der Theologie unersetzlich ist, aber vor allem auch im Bereich christlicher Spiritualität als Handwerkzeug zur Unterscheidung der Geister von unschätzbarem Wert ist. 2011 ist ein römisches Dokument zur Stärkung der Bedeutung des Philosophiestudiums innerhalb des Theologiestudiums herausgekommen, das gewisse Pflichtfächer als unabdingbar einfordert. Zum Beispiel Logik, Erkenntnistheorie und anderes. Ich darf stolz darauf hinweisen, dass diese Fächer in Innsbruck immer schon standardmäßig zur Philosophieausbildung gehört haben. Ausdrücklich möchte ich in diesem Grußwort das Institut für christliche Philosophie an unserer Fakultät würdigen. In dieser Größe ist es im deutschsprachigen Raum singulär, derzeit besetzt mit 2 Universitätsprofessoren und im Mittelbau, glaube ich, auch 5 Professoren, nicht wahr? Das soeben lobend skizzierte Selbstverständliche, Fides querens intellectum, Philosophie als Voraussetzung und Partner für eine ernsthaft betriebene Theologie, ist aber zur Frage geworden. Ich decke mich in der Diagnose ein wenig jetzt mit dem, was du, Herr Dekan, vorhin jetzt sagtest. In der Vielfalt religiöser Bekenntnisse und in der für die späte postmoderne typischen Einflachung spezifischer Profile scheint die Anstrengung zur Klärung der Begriffe überholt zu sein. Religion reduziert sich in dieser relativierenden Sicht auf Emotion. Zu glauben ist, was sich gut anfühlt. Wahr ist, was gut tut. Irrationalität ist kein Problem, ganz im Gegenteil, es weckt Interesse. Sich in ein umfassend großes Ganzes einzufühlen, scheint in diesem religiösen Fluidum schon das Maximum an Bekenntnis zu sein. Eine auf Ratio und Urteilskraft setzende Hinterfragung des Geglaubten erübrigt sich in dieser Weichzeichnung spiritueller Vielfalt. Eine kritische Philosophie von Religion würde dieses wohltuende Einverständnis nur stören. Die zweite aktuelle Infragestellung der Bedeutung von Philosophie im Lehrgebäude der Theologie speist sich aus einer Überbewertung der übernatürlichen Dimension von Offenbarung. Man könnte sagen, es ist die religiös-fundamentalistische Infragestellung von Philosophie. Man gibt zu verstehen, dass es besser sei, den menschlichen Verstand beiseite zu lassen, um Gottes Offenbarung optimaler zu erfassen. Frei nach der Devise, je unverständlicher, desto göttlicher. Das unvermittelt von oben scheinbar von Gott selbst diktierte, ist das nicht zu hinterfragende Glaubensgut. Das logische Denken steht unter Verdacht, Gott bevormunden bzw. ihm unsere Denkschemata aufzwingen zu wollen. Eine sich in dieser Weise selbst behauptende rechtgläubige Theologie müsse sich doch nicht vor einem weltlichen Denken rechtfertigen. Unreflektierte Offenbarungsverständnisse dieser Art führen nicht nur auf der Basis der tradierten Gottesoffenbarungen zu Gesprächsverweigerungen, sondern öffnen im Grunde auch der Behauptung aller möglichen Sonderoffenbarungen und esoterischen Lehren Tür und Tor. Gerade angesichts dieser Infragestellungen braucht es eine qualifizierte philosophische Reflexion über den Ausgangspunkt, die Entwicklung und das Selbstverständnis von Religion. Vor allem wird dabei das Selbst- und der Weltbezug des Menschen Gegenstand der Reflexion sein. In dieser Wertschätzung der zukünftigen Arbeit des neuen Forschungszentrums gibt es nun eine deutliche Schützenhilfe aus Rom. Papst Franziskus will die Arbeit und Gestaltung kirchlicher Hochschulen und Fakultäten neu formieren und aktuellen Herausforderungen anpassen. Dazu veröffentlichte der Vatikan am Montag eine apostolische Konstitution mit dem Titel Veritatis Gaudium, Freude der Wahrheit.
Für kirchliche Fakultäten, Institute und auch theologische Fakultäten an nichtkirchlichen Universitäten formuliert der Papst 4 Kriterien. Erstens, Kontemplation und Verinnerlichung. Es geht darum, das Wesen der christlichen Botschaft angesichts der globalen Veränderungen neu zu verstehen. Zweitens, Kultur der Begegnung. Zweites Kriterium. Es braucht einen Dialog auch mit nicht-katholischen und nicht-religiösen Fachleuten als Mittel, die Wahrheit besser zu erkennen. Drittes Kriterium, Konzentration auf das Wesentliche. Bei aller fachlichen Differenzierung und unterschiedlichen kulturellen Ausdrucksformen von Wissen ist es notwendig, dieses verantwortbar zu bündeln. Viertens, Vernetzung des Wissens. Es braucht ein Netzwerk von Einrichtungen sowie Forschungsschwerpunkte, die sich auf das Studium der epochalen Probleme von heute konzentrieren und dazu geeignete, realistische Lösungsvorschläge machen. Das sind die 4 Kriterien, die er genannt hat. Kirchliche Studien können sich nicht darauf beschränken, Menschen, die in ihrem christlichen Bewusstsein wachsen wollen, Wissen zu vermitteln, heißt es im Schreiben. Vielmehr gilt es, intellektuelle Instrumente zu entwickeln, Zitat, die sich als Paradigmen eines Handelns und Denkens erweisen, die für die Verkündigung in einer Welt, die von einem ethisch-religiösen Pluralismus geprägt ist, nützlich sind. In diesem Zusammenhang sei die Schaffung, Achtung, neuer qualifizierter Forschungszentren unerlässlich. Na bitte. In denen Wissenschaftler mit unterschiedlichem religiösen Hintergrund und aus verschiedenen wissenschaftlichen Disziplinen mit verantwortungsvoller Freiheit und gegenseitiger Transparenz interagieren können. Zitat Ende. Durch die Errichtung des neuen Forschungszentrums kommen wir dem Wunsch des Papstes mit einer Promptheit nach, ihn wahrscheinlich selbst überrascht. 3 Tage danach, na bitte, schon aus der Taufe gehoben. Das Institut für Philosophie steht nun ausdrücklich allen Wissenschaftlerinnen offen, die im Bereich der Religionsphilosophie arbeiten möchten und ist ebenso für den Dialog mit interessierten Personen außerhalb der Academic Community offen und bereit. Die internationale Ausstrahlung, die das Institut für Philosophie jetzt schon stolz vorweisen kann, wird dadurch wohl noch stärker werden. Ich bin dankbar für die Arbeit an diesem Institut und an unserer Fakultät insgesamt. Das hohe begriffliche und argumentative Niveau der in Innsbruck geforschten und gelehrten Theologie ist ein wichtiger Beitrag zur Gestaltung der Weltkirche. Stichwort auch Canisianum und alle Studenten, Studierende, Doktoranden, die aufgrund dieser Brücke hinaus in die Welt hier bei uns sind. Ein solches Niveau setzt auch in Zukunft eine starke Philosophie voraus. Herzlichen Glückwunsch zur Gründung des neuen Zentrums und aufgrund dieses aktuellen Schreibens aus dem Vatikan möchte ich dafür jetzt nicht nur den bischöflichen Segen erbitten und zusagen, sondern ein wenig auch den päpstlichen. Ja, sehr geehrte Frau Vizerektorin, lieber Kollege Dekan, sehr geehrter Herr Bischof, herzlichen Dank für die freundlichen Grußworte, die guten Wünsche und Gratulationen zur Gründung unseres Forschungszentrums für Religionsphilosophie, im Englischen ICPR, Innsbruck Center for Philosophy of Religion. Meine Damen und Herren, ein Forschungszentrum für Religionsphilosophie, warum eigentlich? Nun, man könnte darauf verweisen, dass hier in Innsbruck einfach am Institut für christliche Philosophie eine große Expertise in diesem Bereich vorhanden ist. Eine stattliche Zahl von Philosophinnen und Philosophen, die neben ihren philosophischen Arbeitsschwerpunkten im allgemeinen Bereich der Philosophie eben alle auch einen Religionsbezug in ihrer Arbeit haben. Und bekanntlich soll man stärken. Stärken, was liegt also näher, die Kräfte zu bündeln und dieses Bündel auch sichtbar zu machen. Wenn das aber alles wäre, dann wären solche Entscheidungen für eine institutionelle Form wie ein Forschungszentrum doch recht zufällig.
Und daher möchte ich mit Ihnen als kleine Einführung in die Arbeit dieses Forschungszentrums die Frage stellen, die inhaltliche Frage stellen, warum eigentlich speziell die Religionsphilosophie ein wichtiges Forschungs- und Lehrgebiet ist. Man kann dazu gewissermaßen von einer Außenperspektive und von einer Innenperspektive her argumentieren. Von innen betrachtet geben die Religionen der Philosophie schlicht einiges zu denken. Religionen antworten auf die Grundfragen des Menschen, die Immanuel Kant bekanntlich einmal auf den Punkt gebracht hat: Was kann ich wissen? Was soll ich tun? Was darf ich hoffen? Was ist der Mensch? Tippen wir diese vier Fragen einmal kurz an. Was ist der Mensch? Religionen kommen mit einem bestimmten Menschenbild. Entspricht dieses Menschenbild unserem modern aufgeklärten Verständnis vom Menschen als einem freiheitlich autonomen Wesen? Zweitens, was darf ich hoffen? Religionen stellen Horizonte der Hoffnung bereit. Sind das Horizonte, die auch zu einem gelingenden individuellen wie sozialen Leben beitragen? Drittens, was soll ich tun? Religionen prägen die Moral ihrer Anhänger. Ist diese Moral auch ein Baustein gelingenden Lebens? Dürfen wir es etwa zulassen, dass unsere Kinder in der Moral einer bestimmten Religion erzogen werden? Viertens, was kann ich wissen? Fast alle Religionen stellen Behauptungen über eine transempirische Wirklichkeit auf. Sind diese Behauptungen vernünftig? Und sind sie kompatibel mit unserem sonstigen Wissen aus Alltag, aus den Naturwissenschaften und aus den anderen Wissenschaften? Sie sehen, meine Damen und Herren, vier Grundfragen des Menschen, vier Antwortrichtungen der Religionen, vier philosophische Fragenkomplexe. Nun gibt es bekanntlich Menschen, die meisten dieser Fragen für sich schon längst negativ beantwortet haben. Religionen behindern unsere wissenschaftliche Erkenntnis. Sie vertreten eine Sklavenmoral und stellen lauter ungedeckte Schecks auf ein Leben nach dem Tod aus. Nun, auch wenn diese Sicht den Religionen nicht gerecht wird, es wäre sehr mühsam, dies nun im Einzelnen zeigen zu wollen. Schauen wir daher lieber auf eine weitere Argumentationslinie, quasi von außen. Was hat unsere Gesellschaft eigentlich von Religionen? Und speziell, was hat sie davon, dass sich Philosophinnen und Philosophen mit diesen Religionen beschäftigen? Der frühere deutsche Bundesverfassungsrichter Ernst Wolfgang Böckenförde hat dazu auf ein Dilemma freiheitlich-säkularer Staaten hingewiesen. Er schrieb schon in den 1970er Jahren, Zitat: Der freiheitlich-säkulare Staat lebt von Voraussetzungen, die er selbst nicht garantieren kann. Das ist das große Wagnis, das er um der Freiheit willen eingegangen ist. Als freiheitlicher Staat kann er einerseits nur bestehen, wenn er die Freiheit, die er seinen Bürgern gewährt, von innen her aus der moralischen Substanz des Einzelnen und der Homogenität der Gesellschaft reguliert. Andererseits kann er diese inneren Regulierungskräfte nicht von sich aus, das heißt nicht mit den Mitteln des Rechtszwanges und autoritativen Gebotes zu garantieren suchen, ohne seine Freiheitlichkeit aufzugeben und auf säkularisierter Ebene in jenen Totalitätsanspruch zurückzufallen, aus dem er in den konfessionellen Bürgerkriegen herausgeführt hat. Zitat Ende. Dieses Dilemma zwischen Freiheitlichkeit einerseits und dem Zwangscharakter staatlicher Maßnahmen andererseits geht noch wesentlich weiter, als Böckenförde es in den 70er Jahren eigentlich zum Ausdruck bringen wollte. Der Staat muss das Zusammenleben der Menschen regulieren.
Dazu schränkt er die Freiheit des Einzelnen zugunsten des Wohlergehens aller ein. Doch warum tut er das gerade so und nicht anders? Ist das Strafrecht nicht ein Gegenstand demokratischer Prozesse? Könnten wir nicht entscheiden, dass Folter erlaubt ist? Ja, das könnten wir entscheiden, aber Folter würde durch eine solche Entscheidung nicht gut. Moral wird nicht vom Staat gemacht. Die moralischen Vorstellungen der Bürgerinnen und Bürger sind vielmehr Voraussetzungen für den demokratischen Willensbildungsprozess. Im Hintergrund idealer Gesetzgebung steht also eine Art differenzierter moralischer Konsens der Gesellschaft. Dieser ist bei uns noch stark christlich geprägt. Aber wie aber soll ein solcher gesellschaftstragender Konsens in Zukunft gebildet werden, wenn die Menschen vielleicht nicht mehr mehrheitlich christliche Moralvorstellungen teilen? Wenn etwa muslimische Moralvorstellungen oder säkulare Moralvorstellungen eine derartige gesellschaftliche Relevanz erhalten, dass sie zu diesem differenzierten Kontext einfach dazugehören. Jürgen Habermas spricht davon, dass die Religionen eine vorpolitische moralische Grundlage für moderne Gesellschaften bilden. Diese Grundlage muss in den gesellschaftlichen Konsens integriert werden. Dazu muss sie mit den Grundwerten unserer abendländisch-freiheitlichen Rechtsstaaten vermittelt werden, mit der Autonomie des Subjekts, mit der Schutzwürdigkeit des menschlichen und tierischen Lebens, mit den individuellen Freiheitsrechten und mit den demokratischen Grundprinzipien. Und auch diese Vermittlung ist eine zentrale Aufgabe der Philosophie. Und schließlich ex negativo. Fast täglich, meine Damen und Herren, werden wir mit schrecklichen Bildern von Kriegen, Attentaten, Terror und Gewalt konfrontiert, bei denen die Täterinnen und Täter durch religiöse Vorstellungen motiviert sind oder das zumindest vorgeben. Religiöse Überzeugungen sind extrem wirksam. Und daher ist es umso wichtiger, dass sie auch inhaltlich vernünftig reflektiert werden, um sie zunächst einmal überhaupt zu verstehen. Dann aber auch, um ihre Wirkung im Sinne unserer Grundwerte beeinflussen zu können. Religion kann zu Ideologie werden, wenn sie sich der rationalen Auseinandersetzung verschließt. Und Ideologien sind wirklich etwas Gefährliches, weil sie dem vernünftigen Denken und dem Appell an die Humanität nicht mehr zugänglich sind. Und genau hier liegt eine wichtige Funktion theologischer Fakultäten, die der Dekan und die Frau Vizerektorin schon haben anklingen lassen. Theologinnen und Theologen fühlen sich sowohl den säkularen Wissenschaftsidealen als auch ihrer Religion verpflichtet. So wirken sie auf die Studierenden, aber auch auf die Selbstverständigungsprozesse ihrer jeweiligen Religion zurück. Und zwar in Richtung eines aufgeklärt rationalen Standpunktes, der für die abendländische Universität eben charakteristisch ist. Eine Religion, bei der auch die leitenden Vertreterinnen und Vertreter sich in ihrem Studium den Ansprüchen der säkularen Vernunft aussetzen mussten, ist für unsere Gesellschaft sicher besser als eine Religion, die sich der Vernunft und der diskursiven Auseinandersetzung verschließt. Und diese Auseinandersetzung muss aber eben auch auf der inhaltlichen Ebene der religiösen Überzeugungen geführt werden. Sprich, auf der Ebene der konkurrierenden Wahrheitsansprüche. Es nützt nicht viel, wenn Bischöfe, sagen wir, nur Kunstgeschichte studiert oder um alle Ähnlichkeiten mit Anwesenden zu vermeiden, wenn sie nur Juristerei und Medizin studiert hätten. Der eigentliche Mehrwert entsteht erst dann, wenn die eigene Religion auch zu einem intellektuellen Abenteuer geworden ist. Wenn man eben keinen religiösen Sonderbereich in seinem Leben pflegt, wenn man die eigene Religion nicht vom kritischen Zugriff der eigenen Vernunft ausnimmt, sondern darin einbezieht.
Dann entstehen religiös mündige Bürger, von deren religiöser Positionierung keine Gefahr für die moderne Gesellschaft ausgeht, sondern ein großer Nutzen. Dann liefern Religionen tatsächlich etwas von dem Kitt, der die Gesellschaft zusammenhält. Dann organisieren sie Wohlfahrtseinrichtungen, helfen mit, gravierende Einzelschicksale abzufedern. Dann bieten sie dem Einzelnen Orientierung und Sinn, und zwar solche, die unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung eben förderlich sind. Ich betone noch einmal, das funktioniert nur, wenn die religiösen Überzeugungen auch inhaltlich zum Gegenstand vernünftiger Reflexion und so zum Teil des öffentlichen gesellschaftlichen Diskurses werden. Und das ist eben eine verbindende Aufgabe von Philosophie und Theologie. Theologie führt diese Auseinandersetzung vom religiösen Standpunkt aus. Philosophie führt sie tendenziell eher im Namen der Vernunft. Was sind die religiösen Überzeugungen einer bestimmten Religion? Wie lässt sich in klare Begriffe fassen, was in einem Glaubenssystem vielleicht bildlich oder diffus bleibt? Was davon ist vernünftig und was nicht? Welche Kriterien für Vernünftigkeit lassen sich überhaupt ermitteln? Welche Argumente sprechen für bestimmte Überzeugungen, welche dagegen? Welche Erklärungsleistung können religiöse Überzeugungen in weltanschaulichen Kontexten bieten? Welche Teile der religiösen Moral lassen sich zumindest ansatzweise auch säkular begründen und damit eben zu einem Fundament dieses moralischen Konsenses der Gesellschaft machen? Und wie vernünftig ist es für den Einzelnen eigentlich, religiös zu sein? Dies alles, meine Damen und Herren, sind zentrale Fragen der Religionsphilosophie. Mein Anliegen war es, heute wenigstens einmal in groben Strichen zu skizzieren, dass diese Fragen im Kernbereich dessen liegen, was eine Universität als Ort höchster Verpflichtung auf die Vernunft in einem freiheitlich-demokratischen Rechtsstaat zu einem gelungenen Leben mit den Religionen beitragen kann. Philosophische Fragen sind nun aber keine Ja-Nein-Fragen. Sie rufen nach Differenzierung und sie legen es nahe, einen Standpunkt zu beziehen. Über diese Standpunkte muss dann diskutiert werden, sodass sich zeigen kann, ob sie Bestand haben können oder revidiert werden müssen. Und schließlich, was ihre versteckten Kosten sind. Insofern war es naheliegend, die Eröffnung unseres Forschungszentrums mit einer philosophischen Disputation zu begehen. Wir freuen uns sehr, dass zwei der renommiertesten Philosophen des deutschen Sprachraums unserer Einladung gefolgt sind, Holm Tetens aus Berlin, Ansgar Beckermann aus Bielefeld. Beide sind ursprünglich keine Religionsphilosophen. Holm Tetens hat sich seine akademischen Meriten vor allem in der Wissenschaftsphilosophie erworben, Ansgar Beckermann in der Philosophie des Geistes. Tetens und Beckermann haben aber beide in den letzten 5 Jahren wichtige Publikationen zur Religionsphilosophie verfasst. Tetens Buch Gott denken erschien 2015 bei Reclam. Beckermanns Buch Glaube 2 Jahre zuvor, 2013, bei De Gruyter. Ist es vernünftig, religiös zu sein? Zu dieser Frage nehmen beide konträre Positionen ein. Für Tetens kann es durchaus vernünftig sein, religiös zu sein, für Beckermann nicht. Beckermann meint, prinzipiell wäre dies zwar möglich, aber es sprechen eben keine Belege dafür. Und genauso wie wir es nicht für rational halten, an die Existenz von Außerirdischen zu glauben, solange wir keine Belege dafür haben, sei es eben auch nicht vernünftig, an transempirische Wirklichkeiten zu glauben, wenn wir keine Belege für deren Existenz haben. Tetens und Beckermann vertreten in Bezug auf die Religion also unterschiedliche philosophische Standpunkte. Und dennoch verbindet sie beide sehr viel. Vor allem die Grundorientierung an der Vernunft und an den argumentativen Standards,
die die Philosophie in ihrer langen Geschichte herausgearbeitet und etabliert hat. Es ist meine feste Überzeugung, dass die Religionen und unsere Gesellschaft von dieser rationalitätsgeprägten Auseinandersetzung nur profitieren können. Was also ist nun eine gute Religion? Was könnte sie ausmachen? Mit dieser Frage haben wir Herrn Tetens und Herrn Beckermann konfrontiert und dürfen nun gespannt sein, wie sie sie beantworten werden. Kurz vielleicht zum Ablauf. Beide werden einen kurzen Vortrag von etwa 20 Minuten Dauer halten und dann die Gelegenheit ergreifen zu einer etwas längeren, strukturierten Replik jeweils auf den Vortrag des anderen und schließlich in einer dritten Runde, solange noch niemand K.O. gegangen ist, noch die Gelegenheit ergreifen, ein Schlusswort, ein Resümee, einen wichtigen Punkt zu unterstreichen oder eine letzte Bemerkung loszulassen. Ich freue mich sehr auf diese Auseinandersetzung und darf Sie, Herr Tetens, dann gleich um Ihr Wort bitten. Vielen Dank.